Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute mal mit einem anderen Hintergrund, wie ihr es erkennen könnt. Ich habe mal wieder ein bisschen umgebaut und dachte mir, ich teste den Hintergrund mal. Mal schauen, wie er euch gefällt. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nie. Und genauso werde ich heute auch mal ein Videothema praktisch für euch abdrehen, was ihr ja jetzt seht, was ich so auf meinem Kanal noch nicht hatte. Ihr habt es schon gelesen, was bekommen YouTuber so zugeschickt. Ich dachte mir, dass... ja, passt einfach ganz gut, da ich so einige Sachen zu Hause habe und ich es zeitlich leider nicht schaffe, jedes in ein einzelnes Video zu verpacken, sodass ich mir dachte, ich mache das jetzt einfach zusammen, denn so ist es auch noch aktuell. Ihr bekommt natürlich alle Sachen und ich dachte mir lieber alles zusammen, da mal einen Einblick euch reinzugeben, als dann irgendwie nicht hinterherzukommen und das dann in Vergessenheit gerät. Zudem muss ich sagen, ich finde diese Videos immer sehr, sehr interessant. Sowohl früher fand ich es schon ja, interessant zu sehen, was andere so bekommen, als auch heute. Und für alle, die vielleicht auch noch nicht so mit dem Thema vertraut sind oder ja sowas noch nie gesehen haben, bitte... denkt nicht so nach dem Motto, ja, die kriegen alles nur in den Arsch gesteckt und, sondern auch ich, als ich damals angefangen habe, Videos zu schauen, habe das irgendwie von Anfang an schon nicht so betrachtet. Da gibt es leider einige. Aber seht es so, man oder YouTuber stellen praktisch Sachen vor. Natürlich gibt es viel zugeschickt, aber so hat man einfach eine größere Bandbreite, was man vorstellen kann, da man ja selber auch nur normaler Mensch ist und sich auch nicht alles kaufen kann. Und bei mir auf dem Kanal ist es so, nach meiner Meinung kann ich sagen, ich teste nur Sachen, wo ich auch interessiert dran bin. Also wenn ich eine Mail bekomme und da ist was an Produkten angeboten, was mich gar nicht anspricht, was ich nicht brauche, dann sage ich da auch nicht zu. Also das sind wirklich Sachen, die mich interessieren und die Meinung ist immer meine ehrliche Meinung, denn ich möchte euch keinen Schrott andrehen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ihr das vorab wisst. Und ja, letzten Endes ja, schaut man das Video und das heißt ja nicht, dass man die Sachen dann gleich nachkaufen muss. Das ist einfach nur so, wie die anderen Videos auch, sind das nur Tipps, Inspirationen und Anregungen für euch. Und ja, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und bevor ich es vergesse, wollte ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die 30.000, die wir jetzt auf meinem Kanal zusammen sind. Das ist wirklich der absolute Knaller. Also ich habe das vorgestern gesehen, war völlig aus dem Häuschen. Ihr müsst mal meinen Freund fragen. Also ich habe mich so gefreut und ich freue mich auch immer noch. Und ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer. Ich freue mich wirklich riesig. Und ja, ich bin total motiviert, irgendwie noch motivierter als je zuvor. Und ja, wir starten, würde ich sagen, mit dem Video, denn ja, ich habe so einiges, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar fangen wir mal an mit dem Online-Shop cosmeticforless.de. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen. Die, die ihn noch nicht kennen, das ist praktisch ein Online-Shop, wo man sämtliche Kosmetikmarken bestellen kann. Also... auch als ich damals angefangen habe, Videos zu gucken und zu drehen, war das so mit der erste Shop, von dem ich gehört habe. Vorher wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, dass man so tolle Sachen online bestellen kann. Und ich kenne ihn jetzt schon jahrelang. Und ja, da durfte ich netterweise was testen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und zwar habe ich mich entschieden für die auch sehr gehypte und bekannte Marke inzwischen Make-Up Revolution. Ich durfte mir aussuchen, zum einen diese 5 tollen Lippenstifte. Ich zeige euch mal, wie die aufgemacht sind. Finde ich sehr schlicht, aber dadurch sehr edel und sehr schick. So sehen die aus. Und hier haben wir dann immer die Farbe. Das Gute an den Produkten ist, dass sie sehr preisgünstig sind, aber auch eben sehr gut. Es gibt da auch noch teilweise, also da gibt es eigentlich alles von, ne? Make-up-Paletten, Blush-Paletten, Highlighter, alles Mögliche. Ich habe jetzt aber mich nur für Lippenprodukte entschieden, da ich so ein Freak bin. Und ja, für alle, die mich noch nicht so lange schauen, ich liebe Wangenprodukte und Lippenprodukte. Also ich denke, jeder YouTuber hat so seine Kategorien. Auch wenn das immer mal wechselt, aber Lippenprodukte, ja, ist absolut meins und ich war super neugierig darauf, die mal zu testen, weil ich die auch auf vielen Instagram-Bildern gesehen habe. Die Lippenstifte kosten 3,29 €. Ich werde euch alle Produkte, die ich euch heute im Video zeige, auf jeden Fall unten in die Infobox setzen, dass ihr mal nachschauen könnt, falls ihr Interesse habt. Genau, und die Farben habe ich euch jetzt einmal hier hingeswatcht. Ich habe mich für diese Töne entschieden. Also ihr seht, das sind alles sehr warme, rötlich, bräunliche Töne,
die ersten beiden unterscheiden sich jetzt nicht so arg, aber schon ein bisschen von der Nuance. Genau. Und ich finde, die lassen sich super schön auftragen. Die sind auch super angenehm zu tragen auf den Lippen. Ich habe die jetzt schon echt lange, muss ich sagen, und oft benutzt. Ich wollte das Video eigentlich viel, viel früher schon abdrehen mit den Schätzen. Aber leider hat da was beim Bearbeiten nicht ganz geklappt. Deswegen sind mir die Dateien flöten gegangen. Ich hatte nämlich eigentlich vor, eine Swatch Party davon zu drehen. Und ja, hat alles nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Deswegen kommen die Produkte heute mit in dieses Video. Und ich denke aber, das ist nicht so wild. Ja, dann habe ich mir habe ich mir so einen Lippenstift ausgesucht, der so ausschaut. Da sieht man hier oben immer die Farbe. Sowas finde ich immer ganz schön und übersichtlich. Wenn man so einige Lippenstifte zu Hause hat für das Ordnen, das ist echt toll. Und auch die sind sehr viel in Schminksammlungsvideos vertreten. Deswegen habe ich mich da für dieses schöne Nude entschieden. Und die kosten tatsächlich nur 1,49 Euro. Also das ist Wahnsinn. Das sind so günstige Produkte, aber die sind echt toll. Sie halten natürlich jetzt nicht mega lang auf den Lippen, aber ich finde, für die Handtasche zum Nachmalen sind die super und die Farbe ist so, so schön. Kein totes Nude, aber so ein richtig schöner Nude-Ton einfach. Und ja, zu dem Preis kann man absolut nichts sagen. So, dann habe ich mir noch ein Gloss ausgesucht und zwar ein Amazing Sheer Lip Gloss. Kommt in so einer Tube. Ich finde diese Tuben immer super praktisch, auch gerade für unterwegs. Und da hatte ich mich für so einen Koralleton entschieden. Ja, und der ist wirklich sehr sheer. Also da habt ihr nicht allzu viel Farbe. Ich zeige euch das mal. Aber ja, die Lippen sehen einfach super schön gepflegt aus und man hat trotzdem einen Hauch von Farbe drauf. Lipgloss macht die Lippen natürlich immer ein bisschen voluminöser. Und wofür ich das auch gerne verwendet habe, ist es einfach über einen Lippenstift zu geben, wenn das auch so ein Farbton in die Richtung ist, oder über einen nudefarbenen, um das einfach noch ein bisschen aufzupeppen. Genau, das Produkt. Und dann, ja, was mich mit am meisten interessiert hat, waren die Salvation Velvet Lacquer. Und da habe ich mir diese beiden Farben ausgesucht. Einmal Velvet Rebel und Keep Lying For You, der hellere. Wie gesagt, Produkte stehen alle unten in der Infobox, falls ich jetzt, also die anderen Namen habe ich ja alle gar nicht genannt, aber die werde ich euch auflisten. Genau, und die Farben von diesen Lippenstiften hier werde ich euch in der Reihenfolge, wie sie hier aufgetragen ist oder sind, aufschreiben. Also hiermit angefangen, zweiter, dritter, ne? Also falls ihr da in der Infobox nachschaut. Genau. So, und das ist nämlich der absolute Oberhammer. Schaut euch mal diese Farbe an. Ich liebe lila Lippen. Und ich habe auch den einen davon auf dem Insta oder auf mehreren Instagram-Fotos getragen und da haben ganz viele nachgefragt, was das bitte für eine Farbe ist. Und zwar war das dieser hier. Ihr seht, die Deckkraft ist der absolute Oberkracher, also Wahnsinn. Ich musste ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen mit den rum experimentieren, weil ich das Gefühl hatte, wenn man zu viele Schichten davon nimmt, oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie nicht habe lange genug antrocknen lassen, dass die dann ganz, ja, ganz unschön abbröckeln und man dann überall so Lücken hat. Das hatte ich bei den ersten Malen und dann irgendwann ging das aber. Und ich kann euch jetzt aber nicht mehr sagen, was ich da benutzt habe. Ob das an meinem Lippenpflegestift lag oder ich habe irgendwas anders gemacht oder ich habe nicht so viel genommen. Auf jeden Fall sind die schon nicht einfach im Auftrag. Ich muss es nochmal weiter testen und dann werde ich euch das gerne nochmal in einem Top- oder Flop-Video erzählen. Also die werde ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, die Produkte. Aber es funktioniert. Also wenn man es richtig macht, da muss man halt ein bisschen ausprobieren. Und ich meine, für diese Farben kann man das auch gerne machen, denn die sind wirklich, also gerade das helle Lila ist wirklich ein Highlight, finde ich. Super toll. Und das Gute an solchen Lip-Lackern sind eben, dass sie auch dann lange halten und matt sind. Genau. Ja, das waren die Produkte und ich muss sagen, seitdem habe ich die wirklich viel benutzt. Da habt ihr jetzt nochmal die ganze Auswahl. Cosmetic for Less ist auch ein super zuverlässiger Shop. Einige Mädels fragen mich immer, auch zum Beispiel von den Handtaschen von Princeton in London, ist der Shop dann, ist der, also wie sicher ist der, kann man da bestellen, wird man da auch nicht verarscht. Also Cosmetic for Less, ich
denke, wie gesagt, die meisten von euch kennen den Shop. Der Versand geht super schnell. Das ist alles, die Abwicklung geht super einfach und ihr bekommt da so viele tolle Produkte. Ich werde da, glaube ich, demnächst auch nochmal was bestellen. Ich habe da so ein paar Schätze gesehen und habe ich auch schon lange nicht mehr. Deswegen schaut euch die Sachen gerne mal an. Und wir gehen einfach mal weiter über zum nächsten Thema. Denn ich darf auch von Beautylash, Moment, zeige ich euch mal, so ein paar Artikel testen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich habe das Video dazu auch schon bei der lieben Coral Cream Cup gesehen. Liebe Grüße an dich. Hast du übrigens super toll gemacht. Das Video, wenn ich es nicht vergesse, setze ich euch mal unten in die Infobox. Das ist eine YouTuberin, die schaue ich auch schon ganz, ganz lange und super gerne. Ist eine ganz liebe. Und ja, schaut bei ihr auf jeden Fall auch mal vorbei. Fällt mir gerade so spontan ein. Genau, und sie hat das nämlich auch getestet. Beautylash, vielleicht hat es die eine oder andere schon mal beim DM gesehen. Da gibt es unter anderem, natürlich ganz bekannt und auch viel verwendet, so eine Färbesets für Augenbrauen und Wimpern. Da habe ich jetzt einmal braun, dunkelbraun und einmal schwarz. Und jetzt auch relativ neu gibt es wohl, ich weiß gar nicht, inwiefern, habe ich noch keine Infos zu bekommen, werde ich mich aber nochmal erkundigen, wo oder wann oder wie die Produkte erhältlich sind, ob die auch in den DM kommen oder ob die in andere Geschäfte kommen oder eben online nur erhältlich sind, denn auf der Homepage habe ich sie schon gesehen. Und zwar habe ich hier einmal ein Augenbrauen- und Wimpern-Conditioning-Gel, also einmal so eine Pflege nochmal, hatte ich noch nie, deswegen war ich da auch sehr neugierig drauf. Sieht jetzt so aus. Ja, und dadurch, dass ich noch nie so einen Augenbrauenpflegegel hatte, habe ich gedacht, gut, kann man ja mal ausprobieren. Ich bin ja sowieso so ein Augenbrauenfreak, also wie ihr das seht, ich mal hier immer nach. Wo übrigens sich die Geister scheiden. Die einen finden es grottenhässlich, die anderen finden es total schön und fragen danach, aber ja, mir soll es gefallen, das ist die Hauptsache. Genau, das war das. Dann habe ich noch ein Augenbrauen-Styling-Gel in der Farbe Sand. Ja, da muss ich gucken. Erst habe ich mich sehr gefreut, aber ich hatte gehofft, dass ich das Dunkle bekomme, denn ich mache sie ja auch immer dunkel. Verpackung finde ich übrigens mega, mega schön. Also gefällt mir richtig gut von der Aufmachung. Und ja, das ist eben hell. Da muss ich mal gucken, ob mir das nicht zu hell ist. Also das ist halt schon arg hellbraun. Aber mal gucken, vielleicht wenn ich einen helleren Augenbrauenstift nehme oder gar keinen. Man kann das ja natürlich, man muss sie ja nicht vorzeichnen, man kann das ja auch so verwenden. Einfach nur, um die ein bisschen zu formen und zu färben. Vielleicht geht das auch so und dann bin ich so damit zufrieden. Muss man eben alles testen. Eigentlich möchte ich auch oder wollte ich auch ein Testvideo zu den Sachen machen. Ich habe mir nur gedacht, ich zeige euch die Sachen schon mal vorab, damit ich das einmal schon im Kasten habe und euch so ein bisschen up-to-date halten kann. Und dann auf Wunsch und natürlich, wenn ich dann richtig Zeit habe, werde ich das mal machen, dass ich mir die Augenbrauen damit mal färbe. Ich bin nämlich mal gespannt mit dem Dunkelbraun, wie das aussieht. Die liebe Coral Cream Cup hat das gemacht. Sie hat auch so dunkelblonde Augenbrauen wie ich und das sah bei ihr so, so toll aus. Also das hat richtig gut funktioniert und sie war selber positiv überrascht. Und das würde, glaube ich, meinen Alltag sehr erleichtern. Dann müsste ich die vielleicht nicht ganz so doll nachmalen oder erstmal gar nicht, wenn es mir so gefällt. Ja, bin ich sehr gespannt. Dann war noch mit in diesem Testpaket bei ein Farbfleckenentferner. Das finde ich auch nicht schlecht, denn man kann damit bestimmt schon mal aus Versehen rumsauen. Und ja, habe ich so auch noch nie gesehen zu solchen Produkten, ehrlich gesagt. Das Gute ist, hier steht auch noch drauf, sensitiv, kommt eben daher wie so eine, ja, Nagellackentfernerflasche. Und riecht sogar ganz angenehm. Hätte ich mir jetzt irgendwie aggressiver vorgestellt, aber gar nicht. Ja, und das finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Und zu guter Letzt, das, was mich mit am meisten interessiert hat, ist das Wachstumsserum für die Wimpern. Da wissen wir ja alle, dieser Trend ist seit mehreren Jahren aktuell, dass ganz viele Mädels diese Wimpernserien nehmen von M2Lash. Oh Gott, jetzt, wenn man es gerade sagen soll, weiß man es nicht. Ihr wisst aber, was ich meine, Revitalash und na, da gibt es ja noch andere Marken. Kommt ja immer was Neues und ja, auch das ist in dieser schönen Verpackung und da bin ich aktuell schon dabei, das zu testen. Ich bin jetzt in der vierten Woche, wenn ich mich nicht irre, auf jeden Fall mache ich schon echt lange.
Man darf es nicht vergessen, steht da drauf auf der Packung. Man darf es nicht aussetzen. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass mir das aber schon zwei, drei Mal passiert ist. Zum einen, wo ich letztens bei meiner Freundin übernachtet habe, spontan, und das natürlich nicht mit hatte. Und auch so ein, zwei Mal, wenn man überhaupt nicht dran gedacht hat, gerade zur Anfangszeit, weil es ungewohnt ist. Aber ich hoffe natürlich, dass es trotzdem noch nach 6, 7, 8 Wochen dann funktioniert. So schaut dieses kleine bisschen aus. Man muss das halt immer nach dem Abschminken dann so vorsichtig auf seinen Wimpernkranz oben auftragen. Und ich bin sehr gespannt. Das ist nämlich das erste Serum, was ich verwende für meine Wimpern. Und ja, ich werde auf jeden Fall da auch noch berichten, ob ich irgendwann nach ein paar Wochen dann was sehe. Genau. Ja, meine Lieben, das waren praktisch diese Produkte. Und die Seite, die originale Internet-Homepage, werde ich euch unverlinken von beautylash.de. Und jetzt kommen wir zu einer richtig tollen Box. Und da habe ich euch auch schon mal eine vorgestellt gehabt. Das liegt aber schon auf jeden Fall eine Weile zurück. Und zwar habe ich die Brigitte-Box zum Testen zugeschickt bekommen vor ein paar Tagen. Hier haben wir jetzt die Zeitschrift, die ist da logischerweise dabei. Einmal die. Und dann natürlich die große Box, wo ich sogar schon so schon sagen muss, dass man diese Kartons, wenn man die Produkte ausgepackt hat, immer super für seine Schminkaufbewahrung verwenden kann. Die sind klasse. Und ich finde die sehr schön designt, super Frühlingsfarben, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Für alle, die die Box nicht kennen, das ist praktisch wie die Pink Box oder die Glossy Box und Co. So eine Beauty Box, wo ihr immer so die neuesten, was heißt die neuesten, aber so Beauty Trends eben drin habt. Und da hat man diesen Überraschungseffekt. Man zahlt 29,95 € meine ich für diese Box und die gibt es alle 2 Monate. Und man kann die auch abonnieren für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Also da kann man gucken, wie man eben Lust hat. Auch die Seite setze ich euch unten natürlich in die Infobox. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wie das Ganze so funktioniert. Falls ihr da noch keine Ahnung von habt. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir. Und die Box soll Produkte beinhalten von einem Warenwert von über 100 €. Und ich muss sagen, die Produkte sind auch wirklich sehr, sehr gelungen. Die Auswahl gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, ich nehme mir mal das Kärtchen zur Hand. Da sind die dann immer abgebildet. Zeige ich euch jetzt natürlich noch nicht. Und hier unten steht dann immer sowas dazu mit Preisen und ne, eben die Produkte sind dort aufgelistet. Und wir fangen mal an mit der ersten Sache. Und zwar ist das die Catrice Mascara aus der Glam & Doll Reihe, die False Lash Mascara. Und die schaut so aus. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Die kostet knapp 4 € in der Drogerie. Ja. Meine Farbe natürlich, Lavendel, Lila, also für alle Mädels, die es noch nicht wissen, das ist somit meine liebste Farbe. Und ich bin auch sehr gespannt, denn sie hat ein Gummibürstchen, was ich persönlich immer super finde und sie ist diesmal so gebogen. Und ich habe die noch nicht getestet und hatte die auch noch nie, deswegen freue ich mich sehr, die endlich mal verwenden zu können. Und ich habe die Hoffnung, dass sie aufgrund dieses gekrümmten Bürstchens die Wimpern so ein bisschen nach oben biegt, weil da habe ich immer so meine Probleme mit. Meine Wimpern sind immer so stur und so gerade und egal was ich nehme, ob eine beheizbare Wimpernzange oder eine normale, bei mir funktioniert irgendwie nichts leider. Deswegen mal schauen. Dann machen wir weiter mit der nächsten Sache. Und zwar war eine Creme in dieser Box drin. Und zwar von L'Oreal. Die Feuchtigkeitspflege 45+. Die kostet 4,95 €. Und ja, ist jetzt zwar eigentlich nicht für meine Altersklasse, sage ich mal, bestimmt. Aber das macht mir persönlich nichts aus, denn ich benutze so das ein oder andere Anti-Age-Produkt. Denn wenn man gerade sehr trockene Haut hat, auch zur Winterzeit, finde ich sowas gar nicht schlimm. Weil die Produkte sind sehr, sehr schön reichhaltig. Und auch im Sommer, denke ich, wenn die Haut von der Sonne sehr strapaziert ist und austrocknet, kann man sowas super als Pflege verwenden. Man muss es natürlich ausprobieren, dass sie nicht zu reichhaltig ist und man davon Pickelchen bekommt. Aber an sich finde ich das cool und L'Oreal mag ich sowieso sehr gerne. Da steht drauf, mildert Falten, mehr Straffheit und samtweiche Haut ist eine Feuchtigkeitspflege. Und ja, auf jeden Fall ein sehr gelungenes Produkt finde ich für die Box. Und ja, freue ich mich sehr drüber. Das nächste Produkt ist einmal eine Whitening Zahnpasta. Und da steht dazu, dass sie die Zähne eben strahlend weiß macht, logischerweise, ohne sie anzugreifen. Und 75 ml kosten
37 Euro, Wahnsinn, ich bin ein bisschen aus dem Häuschen. Ja, was ihr hier oben eben schon erkennen konntet, die ist leider in dem Paket kaputt gegangen, also die kam schon so bei mir an, macht aber nichts, denn ja, ist ja eben getrocknet, also ich hoffe mal, da war so jetzt niemand dran, aber ich denke, die ist einfach nur geplatzt und ich werde die, denke ich, trotzdem verwenden. Ja, ist ganz schön heftig. Vom Preis her finde ich generell, glaube ich, eigentlich nicht so an diese Weißmacher-Geschichten, aber ja, super süß designt und ich werde es auf jeden Fall testen. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und das ist von Kneipp. Das finde ich richtig cool. Gerade jetzt für die Frühlings-Sommerzeit sind so eine Sachen immer richtig toll. Eine Anti-Hornhaut-Salbe mit Calendula und Orangenöl. Ich liebe alles, was nach Orange duftet. Also das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Desodoriert, beugt Fußpilz vor und fliegt schon ab dem ersten Tag mit 25% Urea. Also sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Und Kneipp, die Marke an sich mag ich auch gerne. Habe ich mich wirklich wahnsinnig drüber gefreut. Wird direkt in meine Fußpflegeschublade wandern und die Verpackung auch super süß designt. Genau. Dieses Produkt kostet, lasst mich mal schauen, 5 Euro für 50 Milliliter. Genau, und dann haben wir passend dazu auch noch, ich glaube, das sind beides auf jeden Fall ja, neue Produkte. Die sind auch neu bei DM, habe ich letztens gesehen und da fand ich das schon ganz interessant. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich die jetzt testen darf. Haben wir hier einmal so Fußbadekristalle, auch von der gleichen Sorte, passend ja, aufeinander abgestimmt. Da freue ich mich auch schon drauf. Vitalisieren, müde und Hornhaut geplagte Füße. Ich habe jetzt zwar nicht so die mega Hornhaut oder so, aber Füße pflegen schadet nie. Und gerade jetzt, wo der Sommer kommt und man einfach seine Frühlings-Sommerschuhe rausholt, ist es auf jeden Fall wieder Zeit dafür. Dieses Bad kostet 99 Cent. Genau, bei DM dementsprechend 95 Cent. Da gibt es ja keine 99er. Als nächstes machen wir weiter mit dem Lash Growth Overnight Serum. Also einem auch wieder einem Wimpernwachs-Serum von Catrice. Und das gibt es ja auch schon ganz schön lange. Und ich muss sagen, auch das habe ich noch nie getestet. Das sieht so aus. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich muss natürlich gucken, wie das jetzt praktisch, ah, das hat auch so ein dünnes Pinselchen. Ja, wie das wirkt, kann ich jetzt natürlich nicht testen, da ich gerade dabei bin, das andere auszuprobieren. Und das von Balea wartet auch noch. Das habe ich nämlich auch noch hier. Und man muss natürlich bei einem bleiben, das ist ja ganz klar. Aber das werde ich auf jeden Fall ja, gut versät in eine Schublade tun und dann zu gegebener Zeit auch mal ausprobieren. Das kostet jetzt 5 Euro für 6 Milliliter. So, dann haben wir noch von Naturmoor eine Handpflegecreme. Die schaut so aus. Super schöne Verpackung eigentlich. Sieht irgendwie so ja, nach Wellness aus, nach Spa. Oh, und ich sehe gerade mit Traubenkernöl, Kokosöl, grüner Tee und Naturmoor. Ich habe das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, alle Produkte mit Traubenkernöl sind super pflegend und reichhaltig. Und das finde ich richtig cool. Dann ja, ist hier anscheinend auch drin. Und genau, ich werde die mal glatt ausprobieren. Ach, geht ja gar nicht. Ich muss mal die andere Hand nehmen, da ich ja noch die Swatches drauf habe. Ne? Kommt da was? Ich glaube, die ist zugeklebt. Aha, da kann ich ja lange drücken. Mal eben aufmachen. Und dann werde ich... die ist ja dunkel. Okay, interessant. Aber wahrscheinlich wegen diesem Naturmoor. Okay, sieht erstmal ganz schön untypisch für eine Handcreme aus. Aber... mal. Ja, zieht natürlich ein und hinterlässt auch keine braune Farbe. Auch riecht sehr nach Traubenkernöl. Oh, ganz angenehm. Schon irgendwie so, ja, Natur. Pur. Also, ja, gewöhnungsbedürftig, aber wenn sie gut pflegt, dann soll es mir recht sein, denn auf meiner Arbeit brauche ich, seitdem ich bei DM arbeite, brauche ich einfach eine gute Handpflege immer. Und ja, freue ich mich sehr drüber. Bin ich auch sehr gespannt, was sie in dem Langzeittest so machen wird. Und die kostet tatsächlich 9,90 Euro für 50 Milliliter. Scheint also echt ein gutes Produkt zu sein.
Beziehungsweise auf jeden Fall schon mal teuer und dementsprechend erwartet man da auch was von. Ja, dann als nächstes haben wir, da habe ich mich auch richtig drüber gefreut, von Shavens diese Beauty-Konzentrat-Geschichten hier. Und da habe ich jetzt auch gerade meine zweite Packung schon aktuell in Verwendung. Da habe ich ja sehr von geschwärmt, auch schon in einem Aufgebraucht-Video. 5 Kapseln hat man hier drin und die sind dazu da, um eben Fältchen zu glätten, den Hautglanz zu retuschieren, steht hier drauf, die Poren zu verfeinern und sie haben so einen leichten Make-up-Effekt, also die sind leicht pigmentiert. Und ich muss sagen, ich finde die richtig toll, wenn man so einen richtig ebenmäßigen Teint und tolles Make-up zaubern möchte. Dann verwende ich die da unter eben nicht jeden Tag, aber ab und zu mal. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich da jetzt ein Backup von habe, denn die sind bei mir gerne benutzt. Und ja, die kosten 1 Euro, was steht hier, 1,50 Euro für 5 Kapseln, ja. Dann machen wir direkt weiter mit einem weiteren Produkt von Shavens. Und zwar ist hier einmal die Erdbeer-Peeling-Maske mit enthalten. Masken gehen bei mir immer. Auch die Sorte mag ich super gerne. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Erdbeer, Frischzellen und Aha, Fruchtsäuren für alle Hauttypen. Und die kostet ja um die, was haben wir draufstehen, 99 Cent. Bei DM ein bisschen günstiger. Genau. So, was haben wir noch? Wir haben einmal das Lemon Sage Thickening Spray. Und zwar, gucken wir mal, ist ein leichtes, was haben wir hier draufstehen? Ein leichtes Volumenspray. Es kräftigt feines Haar für mehr Kontrolle, ohne zu beschweren. Und das ist von Paul Mitchell, 75 Milliliter, 11,20 Euro. Das ist auch ganz schön teuer. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, das sind 75 Milliliter. Paul Mitchell ist ja auch eine sehr bekannte Marke. Habe ich jetzt so noch gar nichts von getestet, ehrlich gesagt. Fliegt heute alles runter irgendwie. Und das sieht so aus. Finde ich auf jeden Fall eine coole Größe. Und den Pump, also den Pumpspender finde ich auch irgendwie richtig cool. Ja, da bin ich gespannt. Sowas kann ich eigentlich ganz gut. Da meine Haare jetzt nicht gerade so die dicksten sind. Also dünn sind sie eigentlich auch nicht, sagt mir immer jeder Friseur. Aber ja, ich glaube, das wird nicht schaden und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Habe ich noch gar nicht ausprobiert sowas und ja, ich bin echt neugierig. Kostenpunkt habe ich schon gesagt, 11,20 Euro und ja. Dann haben wir noch eine köstliche, kakaohaltige Trinkmischung und ja, die schaut so aus. Kostenpunkt 6,95 Euro für 80 Gramm und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich die schon mal in der Box hatte. Ich glaube in der Pink Box oder war das doch auch die Brigitte Box? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich hatte auch schon verschiedene Kakao-Trinkmischungen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob es die war, die ich ausprobiert habe und ich die nicht mochte oder eine andere. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr, denn das liegt schon etwas zurück. Aber ja, eine kakaohaltige Trinkmischung für die Frau mit Shatavari aus der ayurvedischen Lehre. Feinste Superfoods küssen gewissenhaft erzeugtes Kakaopulver. Ja. Okay. Also ist da auch was an Lebensmitteln mit in der Box. Finde ich jetzt nicht so unbedingt notwendig und passend für eine Beautybox, aber ja, ist auf jeden Fall okay. Ja, und dann haben wir noch, muss ich mal gucken. So, Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir haben hier noch einmal, genau, Gutscheine und so ein Laderadatsch ist hier auch noch immer mit drin. Ich habe das Gefühl, das wird in den Boxen leider immer mehr, aber gut. Von Mirapodo so ein 15-Euro-Gutschein und ja, so anderen Krams. Das brauche ich euch jetzt nicht alles zeigen. Und genau, worüber ich mich richtig gefreut habe, ich konnte es gar nicht glauben, weil den Shop habe ich letztens im Internet erst entdeckt vor ein paar Wochen. Und der nennt sich, ich kann noch mal schauen, ich glaube oder doch oder nicht. Genau, oder nicht oder doch, so rum. Und zwar haben die so, so tolle Schreibblöcke, Kalender, Postkarten und sowas. Und da waren jetzt ein paar von mit drin, da habe ich mich echt sehr drüber gefreut. Gut gestapelt, ist halb gespült, ist einmal diese hier. Dann haben wir, mein Frühsport ist der Schlummertastenmarathon. Das trifft bei mir definitiv zu. Wem gibt's noch so?
Dann haben wir Augen zu und durch mit so einer Wolke, weil man SMS so schlecht an die Wand hängen kann. Auch witzig gemacht. Mache ich nur nicht heute. Genau, und das war's. Also 5 Karten waren da drin und sogar noch ein Rabattcode. Und hier hinten sieht man auch drauf so einen Blog. Und die haben so süße Sachen. Ich finde, das sind so ja, Artikel mit so viel Liebe. Und das entspricht genau meinem Geschmack so von diesem, ja, von diesem Design einfach. Müsst ihr mal vorbeischauen. Auch den Shop werde ich euch unten verlinken. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal was bestellen. Ja, und dann habe ich noch ein Parfum mit hier drin und das ist von der Marke Infrau Tunis Parfum Nummer 18. Paaren sich sanft fruchtige Feige und Bergamotte mit pfeffrigem, würzigem Aroma edles Zedernholzes und kräftigen Vetivers. Das sind aber heute auch unbekannte Worte, du. Ja, und das schaut so aus und ist eben so ein... Ja, ein kleiner Duft, muss ich mal rausholen, wenn er dann raus will. Ja. Natürlich will er nicht, das ist der Vorführeffekt des Videos. Ja. Kommst du wohl raus. So, und so sieht das kleine Fläschchen aus. Was mir jetzt auf den ersten Eindruck nicht gefällt, ist, dass da nicht mal was draufsteht. Das ist ein bisschen schade. Denn selbst wenn man die Verpackung weggeschmissen hat und das nachkaufen will, weiß man ja gar nicht, was das ist. Aber gut. Und ich rieche jetzt mal. Oh ja. Das riecht irgendwie... Erinnert mich das auf den ersten Eindruck wie Rituals oder andere Rituals Produkte. Mit diesem Zedernholz wahrscheinlich sehr... Oh, total meins irgendwie so. Ich kann dürfte nicht beschreiben, aber ich habe ja euch ja eben die Inhaltsstoffe vorgelesen. Das riecht so richtig edel. Oh, ja, mag ich auf jeden Fall. Hätte ich gar nicht gedacht, aber finde ich super. Mal gucken, wie das bei mir auf der Haut riecht. Da kommt das ja immer noch mal ein bisschen anders. Aber erster Eindruck gefällt mir auf jeden Fall. Ja, und dann ist von Home24 noch so ein Flyer mit dabei gewesen. Und hier oben seht ihr dann noch mal praktisch die ganzen... schönen Artikel aufgelistet und ja, ich muss sagen, mein Eindruck von der Box ist wirklich klasse. Da sind viele, viele tolle Sachen dabei. Ja, ob es jetzt die Postkarten sind, die Fußpflege von Kneipp, die Mascara von Catrice oder dieses Lash Booster Serum, das Spray. Also ich muss sagen, wirklich, die Box ist super gelungen, meiner Meinung nach. Und ja, auch die Produkte, also toll, ist total meins. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und an dieser Stelle wirklich ein herzliches Dankeschön an die Brigitte Box, also an das Team, auch genauso an das Cosmetic for Less und an das Beauty Lash Team. Ich freue mich wirklich riesig, die Sachen jetzt auch längerfristig noch weiter testen zu können, dass ich das Video machen durfte und einfach, dass ich die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen habe und das ausprobieren kann, meine Meinung dazu mit euch, meinen Zuschauern teilen kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wollt ihr öfter mal solche Videos, wo ich so ein bisschen mehr an Inhalt reinpacke, ja, was ich vielleicht so bekomme? Oder sagt ihr, nee, wenn du einzelne Videos dazu machst, finden wir das besser? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, mich hat es auf jeden Fall gefreut, das Video abdrehen zu können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde die Produkte jetzt mal in meine Schminksammlung einsortieren und natürlich in den nächsten Videos dann von dem einen oder anderen Schätzchen davon berichten. Und an dieser Stelle bedanke ich mich, wünsche euch was und ja, wir sehen uns. Tschüss!